Den 60er E-Talk Nummer 178 bezeichne ich heute Abend einfach mal als den 9-Punkte-Talk. Denn wir blicken in strahlende Gesichter und ich habe den schlimmen Verdacht, dass 60 doch ein Erfolgsverein ist und wir alle Erfolgsfans sind. Denn kaum läuft's mal bei den Löwen, schon rede ich heute Abend nicht mit zwei, nicht mit drei, nein, ich rede mit 4 Gästen, über die ich mich aber riesig freue, also über jeden einzelnen von ihnen. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, 4 der 5 letzten Pflichtspiele, nein, 4 der 5 Gäste waren mit dabei am Wochenende beim Sieg des TSV 1860 München bei Borussia Dortmund 2. Ich möchte widersprechen. 3 Gäste und der Moderator. Okay, hast recht. Sehr gut. Gut gemacht. Sehr, vielen Dank. Ja, hast recht. Also 4 TeilnehmerInnen oder Teilnehmer waren dabei. Und Bernd, wenn du mir jetzt schon widersprichst, ich habe mir heute überlegt, zur Begrüßung möchte ich gleich mal von jedem hören. Könnt euch also ihr anderen auch überlegen, wie so das Löwenherz gerade schlägt. Also Bernd, grüß dich Gott, guten Abend. Und wie geht's dir? Wie geht's deiner Löwenseele im Moment? Ja, der geht's blendend. Und grüß euch alle miteinander. Servus, Löwenfans. Der geht's blendend. Das ist sehr gut. So, weiter. Der nächste Gast saß für 60er.de auf der Pressetribüne im, ich wollte schon sagen, im Signal Iduna Park. Nein, er saß sozusagen direkt hinter der Gegentribüne des Signal Iduna. Oder ist das die Haupttribüne da auf der Seite? Wurscht. Gegentribüne müsste das sein. Ja, also genau, da kommen wir ja dann gleich noch drauf, wie das von innen ausschaut. Hallo, ah ja, also jetzt, hui, sehr gut. Ja, ich, Thomas Spiesel, wie geht's dir? Wie geht's deiner Löwenseele heute Abend? Servus, Christian. Meiner Löwenseele geht's auch ausgezeichnet. Ich glaube, wir sind auf Spur und hoffen alle, dass es so weitergeht. So schaut's aus. Dann haben wir ihn gerade schon gehört, Thomas N. Auch, wie geht's dir mit 60 am heutigen Abend? Ja, gut. Wer hätte das nach dem Dresden-Spiel gedacht? Dass das so läuft. Und dann haben wir wieder, also Wahnsinn, der Jan hat es letzte Mal schon gesagt, ein Dauergast jetzt schon, ein Dauerbrenner. Er scheint Spaß zu haben, sich hier einzubringen, aber ich glaube, er wird auch ganz stark dafür gefeiert von draußen, von unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Peter, servus und auch an dich die Frage, vielleicht hast du noch ein, es ist jetzt natürlich schon ganz schön viel gefallen an Adjektiven, aber wie geht's dir mit 60 heute Abend? Servus, servus Löwenfans. Fantastisch. Also jetzt hat heute die 3. auch noch gewonnen. Aber ja, nach den 9 Spielen, ich habe gestern mal wieder richtig schön. War mir ja fast eigentlich nicht mehr so wirklich gewohnt. Bin gar nicht vorbereitet auf sowas eigentlich. Also sehr beseelt die ICE-Heimfahrt angetreten. Hervorragend. Apropos ICE-Heimfahrt, da werden wir natürlich auch gleich noch drüber sprechen müssen, wie die 3 Gäste, der Moderator oder wie auch immer, wie die 4 Dortmund-Fahrer das Ganze hinter sich gebracht haben. Da reden wir dann vielleicht auch noch über Begleiterscheinungen von Auswärtsfahrten. Aber anfangen, ich habe mir echt überlegt, ob das Sinn macht. Das liegt schon so weit zurück jetzt, gell? Aber chronologisch, wir reden nicht über 9 Punkte, aber zumindest über 6. Und zwar Heimspiel gegen Hannover 96-2. Das war am Mittwochabend auf Giesings Höhen. Nach dem Sieg in Bielefeld große Erwartungshaltungen. Und zum Auftakt waren erstmal massiv Fledermäuse am Himmel über Giesing zu sehen. Wer kann da Aufklärung geben oder wer kennt sich da aus? Warum waren da so krass viele Fledermäuse? Oder ist das immer so? Oder wem ist es überhaupt noch aufgefallen? Fangen wir mal so an. Also aufgefallen ist mir. Mhm. Und die Menge der Fledermäuse, da gibt es 2 Theorien, glaube ich. Und zwar? Eine ist, die wohnen unter der Haupttribüne und denen gefällt es gar nicht, wenn da Lärm ist. Die andere ist, da sind die Scheinwerfer und deswegen so viele Motten und Klump und Zeug, dass die Fledermäuse da ein monströses Festmahl feiern. Und falls einer noch eine 3. Theorie hat, raus damit. Thomas, du warst auf, also jetzt muss ich immer sagen, Thomas S., du warst am Mittwoch ja auch auf der Haupttribüne. Richtig. Sind dir die Fledermäuse auch aufgefallen, oder? Ich habe es auch gesehen, tatsächlich, das stimmt. Meine Theorie ist die 2. Reihe. Also ich kenne das auch von uns vom Sportplatz, wenn wir das LED-Licht anschalten, dann sind da wahnsinnig viele Flugtiere unterwegs, also eben Motten, Mücken und sonstiges Getier. Und die Fledermäuse haben dann da eine gedeckte Tafel, die sie gerne abräumen. Wo die jetzt wohnen, kann ich nicht nachvollziehen. Da müsste man vielleicht mal einen Peilsender anlegen. Aber ist es öfter schon, also ist es gradius, also ich fand es gerade gegen Hannover war es halt frappierend viel oder ist es häufiger schon? Kann da jemand was dazu sagen? Peter weiß, kann. Ich habe die nicht einmal gesehen. Ich war zum Zeitpunkt des Anpfiffs leider nicht im Stadion, weil die
der Andrang kurz vor Spielbeginn so groß war und wir noch bis kurz vor knapp Heftel verkauft haben draußen. Okay. Weshalb ich die ersten paar Minuten versäumt habe. Fledermäuse habe ich keine gesehen. Das ist ein hervorragender Übergang aber zum Thema. Das war krass, gell? Das war ziemlich was los da irgendwie am Eingang. Ja, also na, normal würde ich sagen, so eine halbe Stunde vor dem Match quasi ist so der letzte große Ansturm, wo sich dann alle aus irgendwelchen Borzen herausbegeben zum Stadion, aber durch halt englische Woche, Leute müssen lang arbeiten, möchten aber trotzdem vielleicht ihren gewohnten Ablauf beibehalten, war das dann eher so 15 Minuten vor dem Anpfiff. Und dadurch hat sich das dann bis quasi fünf Minuten nach sieben quasi dann hingezogen, bis alle drinnen waren, weil die haben natürlich nicht schneller kontrolliert als sonst. Das Spiel ist jetzt schon so lang her irgendwie, ich muss gerade überlegen. Bernd, hat er in den ersten 5 Minuten eigentlich schon was verpasst? Naja, es ging so ein bisschen hin und her, so hundertprozentig habe ich das jetzt nicht auf dem Schirm, wann da die erste Torchance war, aber ich kann gerne mal nachschauen. Der Kuzuki also, so angeblich hinkt aus dem. Ja gut, der Kuzuki hat ziemlich am Anfang, das ist richtig, einen Schuss abgegeben, der ging links neben das Tor. Und den hast du noch nicht gesehen, Peter? Philipp dann nochmal kurz drauf. Philipp nochmal kurz drauf. Einen, der geblockt worden ist. In die andere Richtung, der wir jetzt schätzen, war zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Genau. Hätte mir jetzt auch gewundert. Also das Entscheidende hat auch der Peter gesehen. Thomas, du hast auch gerade noch was zu der Thematik gesagt? Ja, ich war auch nicht im Stadion. Ich hatte Elternabend von der Klasse meines Sohnes, also auch zeitlich super gewählt wieder. Können die sich nicht abspielen? Glaube ich, wie ein moderner Schüler die ganze Zeit mich mit dem Handy befasst und bin dann auch tatsächlich mal zur Ordnung gerufen worden. Echt? Lief der Live-Ticker von 60er.de natürlich. Hast dich dann erklärt, warum du da so abgelenkt bist? Nee, es hieß nur, von den Schülern wird erwartet, dass sie nicht mit den Handys rumspielen und das könnte man auch von den Eltern auch erwarten. Okay. Recht haben sie, ehrlich gesagt. Aber es war so, dass tatsächlich ich dann ein bisschen eine Tickerpause eingelegt habe, weil relativ wenig passiert ist am Anfang vom Spiel. Insofern glaube ich, dass der Peter auch nicht so viel verpasst hat am Anfang. Jetzt würde mich das aber... Also du hast jetzt selber voran... Bei mir war übrigens, oder bei meinen Söhnen war übrigens am Dienstag, die haben das besser gewählt, aber am Dienstagabend der Elternabend angesetzt, also in dem Fall der 8. Klassen und auch einige andere. Und tatsächlich war aber auch ein Lehrer von dieser Schule, also der stand ein paar Reihen hinter uns, der konnte am Mittwoch dann kommen. Der hätte am Dienstag natürlich auch nicht gekonnt. Also war das deutlich besser gewählt. Augen auf bei der Schulwahl. Hast du beim Tor gejubelt? Oder wie war das? Da war die Sache schon zu Ende zum Glück. Da war das schon. Aber ich habe natürlich gejubelt. Naja, gut, ja, aber es war eine blöd gestellte Frage. Aber zum Zeitpunkt des Tores, also 19.40 Uhr, hast du, so wollte ich fragen, hättest du in der Veranstaltung, wärst du auch eskaliert oder hättest du dich irgendwie zusammengerissen? Oder? Ja, ich glaube, das wirkt sich dann am Ende schlecht auf meinen Sohn aus. Deswegen hätte ich wahrscheinlich. Richtig. Die Faust heimlich unter der Schulbank geballt. So wie der neulich von mir beschriebene Fan von, was war es? Nord, der stumm gejubelt hat. Aber da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Okay. Entschuldigung, ich muss noch mal kurz korrigieren. Ich hab gerade beim falschen Spiel geschaut. Erst in der 5. Minute hat am Mittwoch der Philipp geschossen. Und bei welchem Spiel hast du geschaut? Jetzt bei Dortmund? Ja, bei dem 1-1 danach, bei dem Dortmund-Spiel war ich gerade. Ich finde das jetzt auch ehrlich gesagt ganz schön herausfordernd, aber so haben wir das früher auch schon mal gemacht, jetzt in dieser englischen Woche nochmal mit diesem Hannover anzufangen. Aber zumindest kurz oder so, Chronistenpflicht, müssen wir da drüber, also und bevor wir dann, jetzt kannst du dich noch ein paar Minuten sammeln und versuchen, dass du uns dann was über das Spiel erzählst, auch wenn es das vorletzte war. Ich wollte noch kurz über die Atmosphäre sprechen und über diesen Rauch im Gästeblock. Thomas, du hast von der Haupttribüne dann immer so ein bisschen den Blick. Also gut, Gästefans waren ja nun sehr wenige da. Die waren ja dann auch da in dem Block Q untergebracht. Aber wie hast du denn so die ganze Atmosphäre an diesem Abend wahrgenommen? Speziell auch die Westkurve natürlich, dann Stehhalle.
Also eigentlich überraschend positiv. Also die ersten Spiele waren jetzt ja nicht, waren jetzt nicht schlecht, aber auch nicht berauschend, aber das war eigentlich in meinen Augen das beste Heimspiel bisher. Ob es Atmosphäre. am Flutlicht liegt, ob es am Wetter liegt, ob es am Spiel liegt oder ob es an der Wiesn liegt, mag ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Aber ich habe es am Mittwoch eigentlich als sehr angenehm und sehr gute Atmosphäre wahrgenommen. Und auch der Coach hat es ja bei der Löwenrunde so beschrieben. Er hat gesagt, das war eigentlich, die Löwen haben da sehr gute, die Löwenfans haben ein sehr gutes Gespür bewiesen und der Mannschaft dann auch noch Kraft gegeben in der Schlussphase eben, als es nach dem Platzverweis eben nochmal eng geworden ist. Die spannende Frage ist, was wäre gewesen, wenn dieses Tor eben nicht kurz vor der Pause fällt und man dann irgendwie mit einem 0 zu 0 nur gegen die Hannover in die Pause geht, ob es dann auch so bleibt. Peter, wie hast du das wahrgenommen? Würdest du dich dem auch anschließen oder gerade so? Ja, also ich fand die Stimmung auch super. Also zu viele soll es nicht sein, aber hier und da so ein Flutlichtspiel am Mittwochabend, da habe ich gar nichts dagegen. Ich fand für eine zweite Mannschaft und das auch noch an einem Mittwoch war dieser Coup zumindest recht gut gefüllt, obwohl wir jetzt keine Stimmung gemacht haben, aber trotzdem fand ich das bemerkenswert. Ja, also, und ich glaube jetzt auch mit einem, also wenn man jetzt das Tor nicht vor der Pause geschossen hat, es hat natürlich Auftrieb gegeben, aber auch wenn es danach gefallen wäre, ich glaube nicht, dass die Stimmung jetzt stark abgefallen wäre. Das. Okay. Also zu Hannover vielleicht kann man noch anmerken, also es gibt ja da auch so ein bisschen private Bande, so auch von hier einem sag ich mal, auch aus unserem großen Umfeld, der da sehr enge Freundschaften pflegt. Also ich glaube, da waren einige auch da einfach wegen der Wiesn natürlich, ne? Weil es natürlich eine Gelegenheit ist, dann Wiesn und dann Schächtsker Stadion und genau. Aber ja, stimmt schon für einen Mittwochabend. Aber ich glaube, das sind die Leute, die jetzt, ich sage jetzt mal, wenn die dann, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn die dann schön am Samstagnachmittag in Osnabrück spielen, dass die Leute da dann nicht hinfahren, obwohl das natürlich ein Katzensprung nur wäre und aber will da niemand was unterstellen. Und weil du Wiesn erwähnt hast, also ich fand es recht positiv, dass also vor der Westkurve, ich hatte mit mehr psuffige Trachtenträger gerechnet, als es dann im Endeffekt waren. Also das ging recht zivilisiert ab. Also ich dachte, dass da mehr quasi vielleicht aus der Rolle fallen schon vor dem Spiel. Aber anscheinend mussten sie doch alle arbeiten. Wobei, ich glaube, es waren schon einige auf der Wiesn vorher und haben da auch schon sich fit gemacht sozusagen. Aber genau, Alkoholkonsum, da reden wir eh gleich noch drüber, wenn wir dann über Dortmund reden. Aber du hast schon mal so ein angeteasert jetzt, ne? Spannung steigt. Wem ist der Rauch im Gästeblock aufgefallen? Es hat zweimal im Gästeblock quasi geraucht, gebrannt, ja. Weißt du, was es war? Irgendwer hat gesagt, Klopapier wurde da in rauen Mengen verbrannt, aber genau konnte ich es mir nicht erklären. Weil wenn es Fanartikel der Löwen gewesen wären, wieso sollten die mitten im Block in der fünften Reihe verbrannt werden? Dass die Leute, die sowas quasi sich aneignen, würden ja auch wissen, dass man sowas klassischerweise vorne verbrennen würde. Also ein Bekannter aus Hannover, die ich ja gerade schon angesprochen habe, dem habe ich geschrieben sofort, dass es den Verdachtsmoment gibt, dass da Fanartikel von 60, das wäre ja schon auch irgendwie hart. Nein, also es war wohl auch so, dass die auch, in welchem Zustand auch immer, aber da wurde, das war von mir die Info, da wurde wohl massenhaft Klopapier verbrannt. Ja, gut, kann man mal so machen, aber gut, muss man nicht. Thomas, das hat man auch überhaupt nicht Das ist mit, halt ja? Pyro für zweite Mannschaften vielleicht, wer weiß. Ja. Ja, ich denke an diesen Gesang, mit Klopapier supporten wir das beste Team der Welt. Aber gut, da geht es ja eher darum, die Klopapierrolle aufs Feld schmeißen und nicht das anzünden. Und Denk mal das an. ist ja quasi ein Nostalgie-Pool. Ja. Und denk mal, zu Corona-Zeiten hätte man auf dem Klo auf im Stadion. Na gut, durfte man nicht rein. Gut, so. Also, das war's zum Drumherum. Was ich sehr positiv fand, das darf ich vielleicht auch noch anmerken, ich fand das von der Stehhalle mal, ich brauche ja auch, wie gesagt, auch mal so ein bisschen so ein nicht zu viel Lalala und Sing Sing. Das ist mir dauerhaft und auch nach wie vor ein bisschen zu viel. Ich hätte gerne mal mehr ein lautes und kräftiges 60, 60. Und das kam tatsächlich Lob an dich auch, Bernd, von der Stehhalle durchaus auch mal daher. Man müsste vielleicht sich die Diesmal Westkurve. nicht, ich hatte damit nichts zu tun. Du wäschst deine Hände in Unschuld, oder wie? Ja, in dem Fall kam das beide Male von rechts von mir, also vermutlich eher aus Block M. Also, ach so, also rechts. Von links von mir, Ja, Entschuldigung. links. So, wenn man drauf, na, wenn man drauf schaut auf die Stehhalle, dann Wenn man rechts. drauf schaut auf die Stehhalle rechts, Aber du ja. schaust ja nicht auf die Stehhalle drauf, wenn du Nein, drin ich schaue, stehst. genau, oute mich aber als Links-Rechts-Legastheniker manchmal. Hervorragend, ganz gut, ja. Merkt man auch Und immer, wenn das man in vom der Taktiktafel Taktiktafel liest, dass das. Autor, Bernd. Wie Was? bitte? Und das vom Taktiktafel Autor, der Rechts- und Linksschwäche hat. Ja, Das kommt sind ja raus. Leute mit Mein anderen Gott. Augen.
Das ist doch alles im Fluss. Also das ist genau. Und es wird ja Korrektur gelesen. So, also jetzt zum Sport. Bernd, du hast das Wort. Was ist dir da aufgefallen? Für viele Leute war es ja doch wieder danach auch, dass sie gesagt haben, ah, aber so zäh und das war ja nur Hannover 2. Aber nach dem, was du vorher über Hannover gesagt hast, war ich schon auch etwas sozusagen mit Respekt unterwegs. Waren das die mit den meisten Schüssen oder was? Und also das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Also sie haben wahrscheinlich ihr Spiel nicht so spielen können, wie sie es sonst gewohnt waren. Aber sie waren ja, halt auch... Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir da ja im Prinzip überhaupt nichts zugelassen. Und den schussfreudigen Hannoveranern, das waren nämlich genau zwei Schüsse, was dann in der ersten Halbzeit kam. Und die waren von da, wo sie abgefeuert worden sind, von der Wahrscheinlichkeit her, dass sie überhaupt das Tor treffen. Gut, es das heißt nicht jeder Dennis oder Jakobsen. Es gibt natürlich, aber nein, Spaß beiseite, die waren einfach aus zu schlechten Positionen. Und ja, Führung in der ersten Halbzeit vollkommen verdient. 60 hat er zwar ballbesitzmäßig jetzt nicht unbedingt mehr gehabt als die Hannoveraner, aber war definitiv am Drücker, mehr Strafraumsituationen, mehr gefährliche Sachen, mehr Schüsse, knapp weniger Ballbesitz, aber trotzdem im Prinzip nur 6 Pässe weniger gespielt, bessere Passgenauigkeit. Was willst du eigentlich mehr? Wie gesagt, Champions League Fußball werden wir in der dritten Liga nie kriegen. Von daher, die erste Halbzeit war gut. In der zweiten Halbzeit sind sie dann noch ein bisschen mehr aufs Gas gestiegen, bis dann kurz vor dem Platzverweis war schon eine Kontersituation, wo du gedacht hast, okay, Jungs, jetzt kriegt's euch mal wieder ein mit eurem Vorwärtsdrang, weil wenn hinten dann einer zu wenig ist, ist es auch blöd. Dann kam die zweite Situation und genau dann passiert es mit der roten Karte, wo man jetzt sich im Kreis drehen kann, wer da wem die Schuld gibt, aber ja. Möchtest du da nicht drüber reden oder vielleicht will jemand anders? Ja, also mich nervt halt, dass ja. Das dann, wenn wir da jetzt wieder eine Diskussion aufmachen, das möglicherweise wieder in irgendwelchen Kommentarbereichen eskaliert und da habe ich keinen Bock drauf. Die haben beide jetzt nicht unbedingt gut reagiert, weil der Schifferl kann dann weghauen, der Vollert weiß ich nicht, was er ihm gesagt hat. Angeblich hat er irgendwas geschrien. Das ist 50-50, vollkommen wurscht, ist ja nichts passiert dann hinterher. Jetzt haben wir noch ein Spiel ohne Schifferl, das werden wir auch rumkriegen, passt schon. Aber es war schon eine Co-Produktion dann von den beiden irgendwie. Ja, ja, passt. Okay, ich glaube, wir können es ja zusammenfassen. Also ich sehe es so, dass der Pollard dem Schifferl ein Kommando gibt. Der Schifferl macht es dann aber auch nicht clever und bleibt ihm ganz weg. Klar, geht einen Schritt weg, aber wenn er halt den Ball einfach wegschlägt, passiert gar nichts. Also ich sehe ein bisschen mehr Schuld beim Vollert, aber das gleich im gleichen Satz, das hat er gestern wieder mehr als wettgemacht, weil in Dortmund hat er echt wieder stark gehalten. Okay. Abgesehen davon, dass man auch den, das heißt ja dann noch nicht, dass man sofort sagt, alles schlimm und falsch und böse und der muss weg, aber kritisieren dürfen muss man ja, also muss man ja auch dürfen. Warum ist nach der roten Karte, früher war es oft so, ich kann mich erinnern, so unter Kölner oder so, zu der Zeit noch war es oft so, wenn wir dann in Überzahl waren, dann ging es plötzlich das große Schwimmen los. Warum hat uns das so, was war da los nach der roten Karte? Hat da jemand einen Erklärungsansatz? Es ist oft die Frage, wer kriegt die rote Karte? Also ist es die Mannschaft, die in Führung liegt? Oder ist es die Mannschaft, die schon hinten ist und bei der es dann sowieso scheißegal ist, was passiert? Okay, aber... Und oft ist mein Eindruck subjektiv, es kann komplett anders sein, Statistiken mögen mich komplett widerlegen und ich stehe dann da wie ein Depp. Aber mir kommt es einfach so vor, dass es so ist, wenn die Mannschaft, die hinten liegt, die rote Karte ist, oft irgendwie so eine zweite Luft kriegt und den Mut der Verzweiflung und dann schaffen die noch einen Ausgleich oder irgendwie sowas. Okay. Und im Gegensatz dazu, wenn die Mannschaft, die in Führung liegt, eine rote Karte kriegt, noch dazu in einer Situation, in der sich 60 befunden hat, mit blöde Spiele verloren und so weiter und so fort, dann kriegst du leichter mal das Muffensausen und denkst da Sicherheit oder
Die Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also pass mal lieber hinten auf, bevor wir jetzt da noch großartig zu 10 an Hurra-Fußball starten. Ja, also da würde ich dem Bernd eigentlich uneingeschränkt zustimmen. Also erstens mit der Analyse, wer die rote Karte kriegt, auch beim anderen. Also eigentlich hat man das Spiel komplett im Griff. Natürlich die Chance davor, wo sie irgendwie nach 4 Ecken oder was das waren, und man gewinnt dann auch jedes Mal den zweiten, dritten, gefühlt manchmal den vierten Ball danach. Also da ging war es ja die ganze Zeit nur im anderen Strafraum. Hat man irgendwie vergessen, dass das auch in die andere Richtung gehen kann. Mhm. Und dann gleich hat man gemerkt, scheiße, die können ja auch kontern. Dann kriegst du die rote Karte und dann lief wahrscheinlich irgendwie dieser Film ab. Wenn wir das jetzt verscheißen, dann kann man uns die ganze quasi Luft, den ganzen Auftrieb, den wir durch den glücklichen Sieg in Bielefeld uns erkauft haben, ist das quasi alles wieder beim Teufel. Und so, besonders wenn dann noch so ein zentraler Spieler wie ein Innenverteidiger dann da ausfällt, glaube ich, dass das einfach für viel Unruhe dann einfach sorgt in der Mannschaft, weil jeder plötzlich Angst kriegt, dass es schiefgehen kann trotzdem noch. Also Angst habe ich auch tatsächlich vor dem Magenta-Bildschirm diagnostiziert bei der Mannschaft. Also die hatten, glaube ich, ganz schön Muffensausen. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen kritisieren, wenn sonst keiner tut. Ja. Also es gab im Ansatz aus meiner Sicht schon 2, 3 Möglichkeiten, wo man wirklich auch mal einen guten Konter hätte zu Ende spielen können. Und das haben sie leider überhaupt nicht gemacht. Ja, das ist tatsächlich richtig. Wollte ich eh auch noch sagen, dass wir vergessen haben, unsere Torchancen zu machen. Sorry, jetzt du wieder. Also die Torchancen habe ich ja mehr vor der roten Karte gesehen. In den 10 Minuten hätten sie eh schon auf 2-0 stellen können oder müssen. Wie meine ihr? Ich fand es schade, dass sie auch nicht einmal irgendwie da die Situationen zu Ende gespielt haben. Also ich glaube, einmal ganz am Schluss ist dann der Schubert da zur Eckfahne gelaufen, klassisch. Aber ich denke mir schon immer, ein Tor ist eigentlich irgendwie besser, als den Ball da eine halbe Minute an der Eckfahne festzumachen. Aber schwer zu sagen, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man da nochmal einen Konter schön zu Ende spielt. Und die Ansätze wären da gewesen. Okay. Also sozusagen bei dir geht dann die Kritik weniger dahin, dass es auch hätte passieren können, dass man da was kassiert gegen die, weil das haben ja auch viele kritisiert, aber ich sage jetzt mal, da haben wir zwei ja dann am Freitagabend jetzt gesehen, wie eine unterlegene Mannschaft Tore schießen kann gegen eine vermeintlich total überlegene, da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf, aber du sagst, okay, dann muss man es halt sauberer zu Ende spielen und dann eben auch seine Tore machen und dann stört einen vielleicht die rote Karte gar nicht mehr, weil man eh 2 oder 3-0 führt. Ja, dann hat man halt das 2-0 gemacht und du hast halt das Tor Puffer, weil Hannover war schon nah dran, fand ich. So ein richtig 100%ig haben es nicht gehabt, aber die waren schon gefährlich vorm Tor immer wieder in diesen letzten 20 Minuten und das hätte schon auch ins Auge gehen können. Und dann bin ich total beim Peter, dann bricht wahrscheinlich die Mannschaft zusammen wie ein Kartenhaus. Wer weiß, ob sie dann nicht noch eins kassieren, je nachdem wann es fällt und so. Und insofern glaube ich, das war ganz, ganz wichtig mental einfach, dass sie das da irgendwie über die Runden gebracht haben. Und man hat ja dann auch gestern gesehen, dass die tatsächlich gefestigter werden, wenn ich schon ein bisschen vorausschaue, gefestigter wirken, wenn ich ein bisschen vorausschauen darf schon auf das Dortmund-Spiel. Das darfst du. Ich will da jetzt eher auch dann fließend dazu übergehen, aber genau, ich meine, für viele Leute ist es wahrscheinlich ich meine, das Hannover ist jetzt auch schon wieder ewig her. Peter, du willst noch was loswerden dazu? Ja, also einmal, das können wir dann auch beim Dortmund-Spiel weitersingen. Ich war ja immer sehr Verlat-kritisch irgendwie seit Anfang der Saison. Aber jetzt in den letzten Spielen ist das ja also der Jesper Verlat von meinem Gefühl her, den man dann da auch aus Mannheim geholt hat, den man haben wollte, der zwischendurch irgendwie etwas abgetaucht war. Also ich erinnere mich jetzt nur gegen Hannover an diesen einen Sprint, wo er vorne bei der Ecke ist und hinten rollt der Konter irgendwie 3 gegen 3 und er rennt in einem irren Tempo über den ganzen Platz und tackelt, glaube ich, 3-mal hintereinander, quasi kommt er in den Zweikampf und gewinnt ihn auch noch irgendwo. Fast schon zu viel quasi, ich muss selber alles erledigen. Und das hat er ja in Dortmund irgendwie nahtlos weitergemacht. Das andere ist, und das muss ich einmal loswerden, weil ich es so seltsam fand, also Fabian Schubert zum Bällefest machen in der Schlussphase würde ich nicht mehr machen. Also mein Vater hatte mich darauf hingewiesen und ich habe dann selber darauf geachtet. Der schaut, wenn der hohe Ball kommt, nie auf den Ball. Der schaut nur auf den Gegner und springt zu den unmöglichsten Zeitpunkten hoch. Aber auf jeden Fall nicht so, dass man diesen Ball festmachen könnte oder irgendwie nehmen könnte. Ich weiß nicht, ob er das nicht gelernt hat oder woran das liegt. Aber dann müsst vielleicht, wenn er mal wieder länger spielt, darauf achten, wenn der Ball hochkommt, der schaut nie hin, wo der kommt,
Und zeitweise springt er Sekunden zu früh ab oder will den Ball schon verarbeiten, obwohl er ihn gar nicht angenommen hat. Keine Ahnung, was den da geritten hat. Also mir hat er da Patrick Hopsch, den hätte ich lieber noch weiterspielen lassen, anstatt den da einzutauschen. War tatsächlich... Der hat schon verwarnt worden, der hat schon die gelbe Karte gesehen davor. Und das... Und, aber tatsächlich hätte man, das hätte ich auch erwartet, dass der Schubert da dann eine andere Rolle spielt. Das waren immer die letzten, der ist ja direkt 3 Minuten nach dem Platzverweis, gab es ja den Doppelwechsel, dass eben der Rheintaler für den Guttau kommt, um da halt den Schiffer quasi zu ersetzen und dann Schubert für Hopsch. Und da hätte man schon erwarten können, dass der Schubert, also ich dachte das ehrlich gesagt auch, dass der dann eher der Typ ist, der dann so mit seiner gewissen Erfahrung und Routine da die Bälle festmacht und so ein bisschen einfach da, ja, so ein bisschen für Entspannung sorgt. Aber das war leider gar nicht der Fall. Ja, also ein bisschen mit dem Rücken zum gegnerischen Tor hätten wir ihn eigentlich eher erwartet, gell? Mhm. Ja, genau. Tja, gut. Ja, aber war nicht, aber am Ende ist es ja wurscht, weil die 3 Punkte haben wir im Sack und nicht nur die und Grotschee ist. Genau. Und der Hopsch hat jetzt endlich mal ein Tor geschossen. Also ich hoffe jetzt, gute Leistung, leider nicht selber getroffen in Dortmund, aber ich hoffe, dass da jetzt irgendwie der Knopf ein bisschen aufgegangen ist. Richtig. Und ich bin, man hat auch dann gestern schon gemerkt, dass der mit mehr Selbstvertrauen aufspielt. Natürlich auch ein wichtiger Punkt, genau, dass er endlich da auch trifft, um richtig anzukommen. Ja, ich glaube aber, Hannover haben wir jetzt soweit. Wir haben ja dann auch tatsächlich, es gab ja danach schon auch dann wieder diese ewigen Nörgler-Stimmen, die meinen, ja, das war ja nur Hannover 2 und so weiter. Und deswegen muss ich zugeben, bin ich mit einem besonders großen emotionalen Nervosität nach Dortmund gereist dann am Wochenende. Da reden wir über das Spiel. Die zweite. Was? Ist ja harmlos. Ja, aber harmlos die zweite, stimmt, genau. Aber so prinzipiell, also ich glaube, das war halt schon, auch von der Wahrnehmung her sind wir uns einig, wirklich wichtig jetzt, dass man da das nochmal stabilisiert und sagt, okay, also es entwickelt sich da irgendwie was. Also genau. Und apropos hinfahren, jetzt waren wir natürlich tatsächlich, wenn 4 Leute da unterwegs sind, dann machen wir das vielleicht aber ganz kurz. Peter, du bist Zugreisender auch gewesen und bist Samstag hin und nach dem Spiel zurück, richtig? Ja. Genau, und das ist zu großen Teilen problemlos verlaufen. Also der Zug kam mit Verspätung in Düsseldorf an, aber dadurch, dass da die Anbindungsvielfalt ja groß ist im Ruhrgebiet, konnten wir 7 Minuten später den nächsten ICE besteigen. Und außer dass, also wir waren im gleichen Waggon zufälligerweise wie die ganze aktive Fanszene. Ah, okay. Und durch den unglücklichen Ausstiegs- und Wiedereinstiegspunkt im nächsten ICE und die Lage von Bordbistro und erster Klasse war dann plötzlich das Bordbistro voll, also mit 60ern. Und diese Zugbegleiterin hat fast die Krise bekommen, weil sie nicht bearbeiten konnte. Die Löwenfans sich aber geweigert haben, durch den ganzen Zug zu laufen, aber auch in die erste Klasse durften. Irgendwann durften wir dann vereinzelt in die erste Klasse, aber das war so das einzig große Problem. Okay. Und die Rückfahrt verlief komplett störungsfrei. Da war ich im gleichen Zug wie die 2 Thomasse. Perfekt. Wenn ich nur kurz dich korrigieren darf, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so gedacht war, aber gerade als aufgrund deiner auch ja stimmlich zu hörenden Herkunft, Düsseldorf ist natürlich nicht Ruhrgebiet, gell? Aber also. Ach so, ja. Rhein-Ruhr, der Großraum Rhein-Ruhr. Genau, den meine ich. Den Ballungsräum beim Europas oder was. Ja, genau. Thomas, bei euch war es nicht ganz so entspannt. Ihr wolltet eigentlich schon Freitagabend auch da sein, also Thomas Spiesel jetzt. Ja, wir haben mit 2 Zugausfällen zu kämpfen gehabt an diesem Wochenende. Wir waren eigentlich geplant, über Nacht in Köln zu bleiben, haben wir dann auch geschafft. Aber da wegen eines Personenschadens auf der linken Rheinseite die komplette Bahn gesperrt war, ist unser ICE mal einfach in Mainz geendet. Und wir sind dann nicht um 8 in Köln gewesen, sondern um kurz vor 1. Super. Der andere Thomas, wenn dir das, du warst ja rechtsrheinisch unterwegs bei der Anreise. Aber wenn dir das, oder? Ja? Ich war gar nicht rheinisch unterwegs. Ich bin bis Kassel gefahren. Naja, das ist doch rechts vom Rhein. Ja, also ja, München ist auch rechts vom Rhein. Also. Ja, ist korrekt. Nein, mir geht es aber darum, du hättest... Über dem Rhein, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wenn Kassel war gut, hat alles geklappt. Ich hatte auch ausreichend Luft beim Umsteigen. Hatte auch mal einen neuen Grund für Verspätung, nämlich aufgrund der Verspätung des Zuges, des Zugpersonals. Verzögert. 15 Minuten. aber das wurde dann sogar wieder aufgeholt, also das war easy. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich hatte dann 49-Euro-Ticket zurück nach Kassel gebucht und
als ich mein Handy rausgeholt habe, um dieses Foto zu schießen, was ihr im Hintergrund seht, kurz nach Abpfiff, kommt da von der DB-App diese Nachricht, ihr Zug fällt aus. Also in der Sekunde, ohne Schmarrn. Und dann, also Thomas und ich, wir waren eh in loser Abstimmung, dass wir da gemeinsam zurückfahren. Und dann war es halt wirklich so, dass ich quasi, nachdem ich das Bild genommen habe, fluchtartig das Stadion verlassen habe. Ja. Um dann den Zug eine Stunde früher zu erwischen. Hat dann alles geklappt, aber ich hätte echt wahnsinnig gern noch mit der Mannschaft gesungen. Habe ich leider alles nur vom Video gesehen und dann auch noch Bier getrunken mit dem einen oder anderen nach dem Spiel. So musste das hektisch in den Zug verschoben werden, aber ja, ihr habt es ja schon gehört, wir haben uns dann irgendwie teilweise auch alle in dem Zug wieder getroffen, unverhofft kommt oft, und hatten eine sehr schöne Rückfahrt. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bammel gehabt nach der Wiesn, München Hauptbahnhof, 22.45 Uhr kommt man an. Aber es war eigentlich alles gesittet, oder, Thomas? Ja, okay, oh, das ist lustig, weil 1 Uhr nachts München Hauptbahnhof ist gar nichts mehr gesittet. Das war wirklich, also... Mein Sohn hat gesagt, das waren für ihn Wimmelbilder live tatsächlich. Also wir waren ja entsprechend später dran, jetzt bin ich gesprungen, aber da war, als ihr angekommen seid, war das zivilisiert und entspannt am Hauptbahnhof, oder wie? Ja. So zivilisiert und entspannt, wie es halt ist, wenn Wiesn ist und die Roten ein Heimspiel haben und wir auswärts kommen. Also, okay. Aber es war jetzt nicht, natürlich gibt es aber einen Schmähgesang nach links und einen nach rechts, aber jetzt nichts irgendwie, dass da so Auseinandersetzungen kommen wäre oder sowas. Also ich habe es eigentlich als relativ entspannt empfunden. Also ich muss auch mit der U-Bahn dann noch an der Wiesn vorbei. Das war auch problemlos tatsächlich. Okay. Da hatte ich echt Schiss davor. Und dann standen da noch bei mir daheim so zwei Rote im Zwischengeschoss. Da habe ich da auch noch mal kurz gesungen. Und dann war ich wirklich zufrieden, als ich daheim angekommen bin. Also tatsächlich nachts um eins war es am S-Bahnhof, Hauptbahnhof, S-Bahnhof wirklich extrem. Aber da ist natürlich dann die Wiesn auch wirklich schon, da sind dann alle weggeräumt und vielleicht die noch irgendwo anders abgestürzt sind. Dafür Rote waren da natürlich gar keine mehr. Das war wiederum sehr angenehm. Aber jetzt müssen wir, jetzt haben wir um Gottes Willen, jede Chronologie haben wir jetzt verloren. Denn Thomas, Thomas N., ich wollte ja auf dich jetzt nochmal eingehen, weil wir haben ja, wenn wir auch schon nach dem Löwenspiel keine Biere trinken konnten, haben wir ja am Freitagabend noch direkt neben dem Stadion Rote Erde ein Bier trinken können. Und vorhin darauf wollte ich hinaus, zum Glück hat bei dir das mit der Anreise gut geklappt, weil sonst, wenn es dir gegangen wäre wie dem anderen Thomas, dann hättest du dieses Bundesligaspiel im Signal Iduna Park verpasst, dem du ja auch beigewohnt hast. Genau. Ja, möchtest du darüber ein paar Sätze verlieren? Wie war das denn so? Borussia Dortmund, wer es nicht weiß, gegen VfL Bochum, 4:2 nach 0:2. Ja, ich muss sagen, erstmal bin ich echt froh, dass wir nur 15.000 im Stadion haben, weil als ich da in Dortmund am Bahnhof angekommen bin, ungefähr 2 Stunden vor dem Spiel, also was da los ist und bis man dann da zu dem Stadion gefahren ist und so, das ist schon echt krass. Also das ist nicht, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Ärger gab oder so, aber das sind einfach so viele Leute und die wälzen sich da durch und dann ist ja das, was da die U-Bahn ist in Dortmund, sind ja unter der Erde fahrende Trambahnen und dann kam auch irgendwie eine Viertelstunde lang keine zum Stadion, sondern irgendwelche anderen Linien und so und die Leute waren dann da recht unentspannt auch, weil das, glaube ich, offenbar normal nicht der Fall ist, also die haben sich ziemlich aufgeregt. War dann aber noch pünktlich da, war auch, ich hatte Tickets für den Auswärtsblock, weil ich ein Spätzle aus Bochum habe. Das haben wir ja, glaube ich, vor 2 Jahren gegen Essen schon mal thematisiert im Talk irgendwann. Ja. Habe mich mit dem auch getroffen und seiner Tochter und so. Und die waren natürlich 40 Minuten dieses Spiels total aus dem Häuschen, weil Bochum echt nicht schlecht angefangen hat, aber die individuelle Klasse von Dortmund hat sich dann doch durchgesetzt, würde ich vielleicht so sagen. Wobei Bochum das 3-0, das sichere 3-0, wirklich hat liegen gelassen. Was dann passiert, keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall schön, mal wieder ein Bundesligaspiel zu sehen. Hat mich sehr gefreut und auch ja, nach dem Spiel, wie die dann da alle auch noch ihre Biere trinken und wie man in diesem Biergarten an dem Stadion Rote Erde dann sitzen kann und so, das hat schon was, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin sehr froh, dass ich das machen konnte. Und auf diesem Wege auch nochmal Danke an den Lars für das Ticket.
Hört der uns zu auch? Ich schicke mal den Link, mal schauen, ob er sich das antut. Okay, ja, perfekt. Ja, ich möchte selber auch noch ergänzen, dass ich auch, wie schon, glaube ich, letzte Woche erwähnt und auch hier ja heute auch schon erwähnt, auch bei diesem Spiel zugegen war. Und Thomas, ich teile an vielen Punkten deine Auffassung. Als du mir das geschrieben hast, dass du das schön findest, dass das bei uns alles zwei Klassen kleiner ist, habe ich mir noch gedacht, okay. Weil eigentlich so der Weg hin zu Fuß, also wir waren quartiermäßig so in der Nähe untergebracht, dass wir zu Fuß jeweils zum Stadion, also am Freitag zum Westfalen und am Samstag zur Roten Erde gegangen sind. Da fand ich das irgendwie noch ganz cool, aber das ist schon tatsächlich Wahnsinn. Über 80.000 Menschen irgendwie, allein bis die da alle drin sind und bis die da alle rauskommen. Und ich fand auch faszinierend vor dem Spiel, wenn da mal nicht mal mit Musik so beschallt wurde, dieses Gemurmel irgendwie, ja. Also das hast du, wir saßen genau, also quasi auf der anderen Seite, also auch da, wo der auf der Nordtribüne, Gästeblockseite, aber halt rechts oben dann. Und zwar weit unterm Dach, so 10, 12 Reihen vom Dach weg. Nebenbei bemerkt, bei mir hat es auch reingetropft. Gell? Ich glaube, ich war der einzige Platz, hier hat es ja so geregnet, sind immer so dicke Tropfen sind mir irgendwie auf den Rücken oder auf den Kopf. Hat sich immer so alle paar Sekunden, alle 20 Sekunden hat sich so ein Tropfen gebildet gehabt, der mir dann so plopp, so ins Knack ging. Oh, nice, ja, also toll. Genau, ja. Und was ich noch zu dem Sport anmerken wollte, also ich fand es faszinierend und ich habe mir dann gedacht, mein Sohn hat es auch gemeint, es ist schon geil mit unserer dritten Liga da. Also klar wollen wir auch aus der raus und so, aber also sowas hat man ja jetzt in den all den Jahren eigentlich nie erlebt, dass das gefühlt der schlechteste Spieler der einen Mannschaft immer noch besser ist als der beste der anderen. Also das fand ich schon, Thomas, weiß nicht, wie du das auch wahrgenommen hast, aber das war ja schon Wahnsinn, also diese Überlegenheit von diesen Dortmund. Also, du hast vorhin gesagt, das 3-0 werden sie machen. Ich glaube, ich habe selbst wenn dieses 3-0 fällt, ich glaube, Dortmund hätte das noch gewonnen. Ich hatte so das Gefühl, die gewinnen das einfach noch. Ja, und weiß nicht, wie sich das für so ein Bochumer dann anfühlt, aber an sich, wenn du weißt, du hast da eigentlich keine Chance. Also ich fand zwei Sachen relativ bemerkenswert, aber fange vielleicht erstmal mit dem 3-0 an. Dortmund hatte ja vorher 5-1 in Stuttgart verloren und ich glaube, das hätte denen vielleicht schon den Stecker gezogen in der 35. Minute oder was das war, dann 3-0 gegen Bochum hinten zu liegen. Das achte Gegentor sozusagen im zweiten Spiel. Ja, und dann muss ich dir recht geben, also der schlechteste Dortmunder Spieler ist um Längen besser als der beste Bochumer, ohne dass ich da jetzt irgendjemandem zu nahe treten will, aber ich glaube, das wissen die auch selber alle. Auf der anderen Seite finde ich es dann ganz geil, wie Bochum durch so eine mannschaftliche Geschlossenheit und eine zugegeben ziemlich destruktive Taktik doch so lange mitspielen konnte eigentlich. Also da sieht man schon auch, dass das Fußball Mannschaftssport ist, wo 11 Unterlegene irgendwie doch lange mithalten können mit 11 total Überlegenen. Das finde ich ist eigentlich schon das Schöne. Das stimmt schon. Und sehr schön dann, um das auch abzurunden, weil wir wollen ja hier nicht, dass sich Leute aufregen müssen, noch dazu über die Bayern-Freunde hier so viel zu reden. Schön war dann eben noch unsere gemeinsamen zwei Stück Tagesausklangsbiere eben hinter der Roten Erde. Und wir wussten am nächsten Tag, das Hauptspiel für uns findet am nächsten Tag dann an diesem Ort statt. Das fand ich sehr gelungen auch irgendwie. Gell? Ja. So. Und jetzt springen wir wieder. Jetzt waren wir bei der Anreise, bei der mitunter schwierigen Anreise waren wir schon. Das Wetter war ja durchaus auch ganz seltsam. Regen, Sonne im Wechsel. Und bevor wir dann über das Spiel direkt reden, wollte ich auch noch was zur Stimmung hören, Thomas. Das geht jetzt, also Spiesel Thomas wieder, geht jetzt direkt an dich. Du hast auch die in den Giesinger Gedanken, die du diesmal ja verfasst hast, auch so besonders hervorgehoben, dass der Löwensupport und so groß war. Also hast du das von deiner Seite mit dem Blick auf diesen Gästebereich so wahrgenommen, dass das irgendwie besonders war, oder? Also ich habe es eigentlich für diese weite Auswärtsreise als sehr ordentlich empfunden. Also ich war ja direkt neben den, man sieht es ja bei dir gut im Hintergrund, ich war ja quasi direkt neben dem Dortmunder Fanblock, der übrigens auch ausgezeichnete Stimmung gemacht hat, muss man auch sagen. Also da war echt ganz schön Feuer unterm Dach. Und man hat aber immer wieder die Löwen gehört. Also ich verstehe mich, ich war ein bisschen überrascht, warum dann auch die Frage kommt, dass sie es eigentlich nicht so toll gesehen haben, weil für mich war das ein sehr ordentlicher Auswärtsauftritt. Mhm. Aber ich bin gegenüber, also es ist... Ja. Wahrscheinlich eine Empfindungssache. Also ich habe es als sehr anständig empfunden. Peter?
Das ist ja also immer so ein bisschen das Problem. Ich kenne das selber, wenn man beim Hoppen oder irgendwo ist. Man hat einen echt Top-Stimmungsblock quasi neben sich, aber wenn der halt dann nach vorne schreit, hört man von denen fast gar nichts. Also ich ich fand es jetzt auch nicht, also von der Mitmachquote, ich stand jetzt nicht direkt in der Mitte, sondern etwas seitlich. Links oder rechts? Hinter der Aubing-Fahne, also rechts vom Block aus aufs Spielfeld gesehen, rechts neben dem, quasi neben der Szene. Mhm. Und ich fand also bei uns außen und auch nach dem Spiel irgendwie die Lautstärke nicht so besonders, obwohl es jetzt in den Highlights sich ganz gut angehört hat beim Trainerinterview und danach, wo die Bilder kamen von dem Feiern mit der Mannschaft. Mhm. Und natürlich durch diesen breiten Auswärtsblock ist das recht schwierig, das zu bespielen. Mhm. Aber besonders quasi dann rechts von uns fing quasi dann so die richtige, jetzt ohne den Leuten zu nahe zu reden, ein bisschen die Dulli-Ecke an. Und dann sogar bei jeder Ecke, anstatt beim normalen Support mitzumachen, 5000 Mal hineinzuschreien und dann auch noch irgendwie FC Bayern Hurensöhne oder sowas anzustimmen. Aber sonst die Bappen nicht einmal aufgeregt, das ganze Match, finde ich halt eher scheiße. FC Bayern Hurensöhne ist immer drin, Peter, aber gut, ja, okay. Ja, also interessiert halt niemanden in dem Moment. Und dann zwischendurch immer hineinblären, anstatt einfach normal beim Support mitzumachen, fand ich okay. Eher schwach. Aber durchaus, also für ohne Dach, breiter Block, Wetter so semi und lange Anreise, fand ich durchaus in Ordnung. Okay. Also ich glaube, entschuldige, wenn ich nochmal dazwischen grätsche, ich glaube auch, dass das brutal viel mit dem Dach zu tun hat. Mhm. Weil die Dortmunder ja genau unter dem Dach waren und das halt natürlich ganz anders dann zum Gästeblock rüber, als wenn du selber unter dem Dach bist. Mhm. Also ich war, wie gesagt, links von dieser Ansager-Kiste gestanden und also mit 10 Meter Luftlinie von dem Dortmund-Block weg und ich habe es aber trotzdem immer wieder von gegenüber den Support von den 60er gehört. Okay. Also wahrscheinlich ist das wirklich eine Empfindungssache, wo du stehst und wie der Schall sich entwickelt. Bernd, wie war das im Fernsehen? Da dürfte man nur die Dortmunder gehört haben, oder? Mit unterm Dach und Mikro in der Nähe stehen oder so? Ja, genau, so schaut's aus. Ich denke mal, dass beim 60er-Block überhaupt gar keine Mikrofone waren, weil du hast schon immer, wenn die Dortmunder quasi gerade eine Pause zwischen zwei Worten in einem Support-Song, weil die waren ja im Prinzip waren die ja dauernd laut. So schaut's aus. Man hört dann zwischendrin schon immer mal wieder, ah ja, die sind aber auch, die machen auch was, man hört's bloß nicht. Mhm. Was sie machen, konnte man nie, also selten genau definieren, dann mussten die Dortmunder wirklich komplett ruhig sein, einmal eine kurze Zeit. Aber dann war immer was zu hören und das war halt dann eben so leise, dass ich mir gedacht habe, ja gut, dann habt ihr halt einfach keine Mikros aufgestellt da drüben, Magenta. Danke übrigens, Magenta, für sowas. Toller Service für den Fernsehzuschauer. aber ansonsten war das ja ganz ordentlich. Ne? Ich fand's sehr faszinierend, tatsächlich, wie viele Dortmunder da dann auch waren. Also offensichtlich, gut, da sagt dann jeder, ja, die haben ja am Tag davor gespielt. Aber witzigerweise übrigens, das habe ich vorher noch vergessen, es wurde nicht in einem Wort bei diesem Bundesligaspiel auf das Spiel der zweiten Mannschaft am nächsten Tag hingewiesen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen seltsam. Auch die spielen da direkt daneben. Hätte man ja mal eine Durchsage machen können, morgen übrigens. Aber hat es anscheinend nicht gebraucht. Angeblich war der Heimbereich auch ausverkauft sogar. Irgendwie hat's, also zumindest dieses da, wo die Szene da steht, unterm Dach. Ich habe mir zwischendrin, ich habe es nämlich auch so wahrgenommen, dass es echt schwer war für den Gästeblock. Der Gästeblock hat sich bemüht sozusagen, aber war halt schwer dagegen anzukommen. Auf der anderen Seite dieses, also man hatte auch das Gefühl, also ich fand, die haben mehr gesungen als am Vorabend bei ihrem Bundesligaspiel. Aber das, also in einer Tour wurde da ja, und das hatte ja wirklich gar nichts, also selbst bei den Toren oder so, die haben bei ihrem Tor, haben es weiter gesungen, bei unseren Toren einfach, die waren nur zum Singe, wem Gesang gegeben ist, da und haben eigentlich sozusagen mit dem Spiel hatte das ja mal gar nichts zu tun. Also das fand ich irgendwie seltsam. Naja, das ist ja irgendwie dieses, also man kann jetzt davon ausgehen, dass was da halt steht und auch wie es aussah, halt irgendwie so nur Szene halt quasi ist. Und das ist ja irgendwie dieses Ultra-Ding, wir sind das Spiel, wir sind die Hauptsache. Also so, scheißegal, was da ist, wir machen mal weiter und wenn die Mannschaft scheiße spielt, halten wir die Fahnen hoch und wenn nicht, dann unterstützen wir sie noch weiter. Das, finde ich, hat man da halt irgendwie gut gemerkt. Ja. Ich muss aber sagen, als ich reingekommen bin ins Stadion, ich hatte es ja schon gehofft, ob der Ansetzung quasi der Heimspiel am vorigen Tag und die suchen, picken sich jetzt quasi so die Rosinen raus, die für die zweite Mannschaft. Als wir dann reinkamen und das war da wirklich schon der äußere Block, wo man wusste, dass die, wenn sie da sind, stehen würden, voll war und beflaggt wurde. Und die zwei Trommeln, die hatten ja, glaube ich, noch so eine Snare-Drum mit dabei, also zwei Trommler in unterschiedlichen Rhythmus.
das fand ich schon cool. Also auch die Hüpfeinlagen und so, das war mal schön, bei einer zweiten Mannschaft einen richtigen Gegner auf der Tribüne zu haben. Das wollte ich genau sagen, dass ich das total geil fand, dass da einfach mal Support war bei einer zweiten Mannschaft. Richtig cool, ob jetzt spielorientiert oder nicht. Ich meine, das haben wir jetzt in jedem Talk, die Diskussion. Ja. Aber ich fand, dass das auch wirklich ein richtig, also richtig zu dem Rahmen für ein für uns dann sehr schönes Fußballspiel eminent positiv beigetragen hat, eigentlich. Also super. Deswegen war es für mich auch wirklich so ein super schönes Wochenende, weil halt auch bei einer zweiten Mannschaft mal richtig geiler Support von deren Seite da war. Und auch, ich bin vor dem Spiel so in Dortmund auch ein paar Mal angesprochen worden, da ist einfach so eine Wertschätzung noch da für uns. Und das ist halt in Cottbus, wo es demnächst hingeht, halt irgendwie überhaupt nicht so. Also das. Okay. Aber das waren auch Ältere, die dann die Wertschätzung da geäußert haben, oder? Ja, genau. Also ich bin ja auch älter. Ja. Echt? Sieht man dir gar nicht an, wenn man dich so sieht. Nee, es war so eher unsere Generation, vielleicht noch ein bisschen drüber sogar. Aha. Aber das hat mich schon auch gefreut irgendwie, weil ich habe schon wieder gemerkt, 60 ist halt nicht so irgendein Durchschnittsdrittligist, sondern das gibt den Leuten schon irgendwas und auch so, und schade, dass ihr bei unserer zweiten spielen müsst und das ist nicht gut und so, das ist, also das hat mich schon sehr gefreut. Wie vielleicht Schalke nächstes Jahr. Ja, du musst es einfach mal Schalke nächstes Jahr im Stadion Rote Erde spielt, wird's lustig. Ja. Also ich würde es auch gerne nochmal aufgreifen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das eigentlich außenrum im Spiel eine total entspannte Stimmung war. Also auch schon in der Stadt, wir waren relativ lang am Hauptbahnhof und haben auf einen Kumpel gewartet, der im Sauerland wohnt, der dann mit uns im Stadion war, im Löwenblock, also mit euch im Löwenblock. Und wir sind auch da angesprochen worden, ja, cool, dass ihr da seid und freut uns und Wahnsinn, dass ihr da 1000 Zuschauer mitbringt. Und also ich habe da jetzt eigentlich null Antipathien empfunden, was vielleicht auch an dem gemeinsamen, nicht geliebten Verein aus der Seitenstraße liegen könnte. Aber wie gesagt, also auch rund ums Spiel, die Dortmunder waren richtig, richtig nett, freundlich, hilfsbereit und auch im Stadion, muss ich sagen, das war für mich einmal spannend, weil das war ja die Presse-Catering-Zone ist ja im Signal Iduna Park. Sprich, du läufst quasi aus dem Stadion übers Parkhaus, dann ins andere Stadion rüber. Und das war natürlich für dritte Liga schon Bombe. Gell? Also was die da aufgefahren haben, der Edge war ja auch akkreditiert. Hut ab, ja, da könnte sich so manche ein Scheibchen abschneiden. Habt ihr euch was gegönnt? Die Gäste vom Freitag. Genau. Lustigerweise, also so generell würde ich auch sagen, mit Dortmund war das ja früher wirklich sogar sehr intensiv. Und aber tatsächlich die Jungen jetzt, und Peter, da schaue ich dann sogar dich auch eher ein bisschen an. Also ich, weil wir waren schon am Stadion, wo dann die Jungen sozusagen noch auf Einlass gewartet haben. Und ich sage jetzt mal, die Nachwuchs und Szene und Ultras und so, die haben aber irgendwie ziemlich böse geschaut. Also die, da gab es jetzt auch nichts irgendwie direkt. Ich meine, die schauen, sagt man, die schauen immer ein bisschen böse, aber also da waren jetzt keine irgendwie, dass sich die Szenen da irgendwie vielleicht sogar gesprächsmäßig positiv begegnet werden. Keine Ahnung. Ich bin jetzt da nicht der große Experte, aber ich wüsste dazu jetzt nichts. Grundsätzlich wegen grimmig schauen, ja, ist es mal so, obwohl ich sagen muss, also man immer die große Mehr von den wahnsinnigen, marodierenden, Oettinger saufenden Jugendbanden, also die haben sich für eine Auswärtsfahrt in der Hinfahrt beim Zug sehr ordentlich aufgeführt, freundlich, also da kann man jetzt nichts sagen. Ja. Musik war auch gut, die gespielt wurde. Wichtig. Aber wenn du halt, also das ist ja jetzt bei 60 nicht eine Riesenszene, also da kommst du jetzt nicht mit 400 Mann oder sowas an, und wenn du da mit Material durch NRW gondelst, wo ja immer irgendwer an irgendeiner Ecke auflauern könnte, du dich zufällig irgendwo triffst, bist, glaube ich, einfach ein bisschen nervös und wachsam und schaust dementsprechend böse und schaust, dass man zusammenbleibt. Und ich glaube, das liegt einfach an sowas. Aber das ist lustig, also ich habe jetzt da weder viel Sympathie als auch Antipathie rausgehört. Es gibt dann auch Vereine, wo dann viel geschimpft wird und auch mal irgendwie so ein Gegensatz, irgendwas Hurensöhne etc. angestimmt wird. Und das war jetzt gegen Dortmund irgendwie gar nicht. Ja, also mir geht es jetzt auch um die Dortmunder, die böse geschaut haben, ehrlich gesagt. Also, und ach so, die. Ach so, ein Missverständnis jetzt. Ja, ich meine jetzt. Ich dachte jetzt, du hast von unseren gesprochen. Nein, unsere sind ja alle super. Die schauen halt normal. Nein, die Dortmunder waren so, ich fand. Und ich habe auch vorher beobachtet, auf dem Weg dann wieder aus der Stadt, also vom Quartier sozusagen, dass dann auch welche rumgezogen sind und überall geschaut haben, die Aufkleber, 60er Aufkleber halt, die schon irgendwo verklebt worden waren, entfernt haben und so. Gut,
Dürfen sie ja auch, also wollen halt da keine 60er Aufkleber haben. Das fand ich so ein bisschen, also da war jetzt nicht so irgendwie, das war nicht so richtig, also da gab es kein Wohlwollen oder so gegenüber ja, 60. Aber am Hauptbahnhof irgendwie beim Umstieg dann in den Zug standen auch so zwei, drei Jüngere, die so in die Richtung ausgeschaut haben, rum, dachte ich mir auch, was machen die da jetzt? Mhm. Aber okay. Ja, ich glaube, das ist einfach ein normales Verhältnis auf der Ebene. Ja, okay, so. Jetzt zum Spiel, würde ich sagen, oder? Ja. Wie, ich bin jetzt so total bei Hannover, Dortmund. Bernd, wie waren denn unsere Löwen? War es die beste Saisonleistung bisher? Ja, ich denke, das kann man durchaus so sagen. In der ersten Viertelstunde waren wir brutal dominant. Dann haben wir so ein bisschen vergessen, so aus dem defensiven Mittelfeld nachzuschieben in den eigenen Umschaltsituationen. Dadurch haben wir dann den Dortmund dann Räume gegeben, die es dann ausgenutzt haben. Dann sind die stärker geworden. Gut, das Tor. Ich glaube, solche Dinger fangen wir einfach gegen Dortmund, oder? Ob das jetzt der Pohlmann ist oder scheißegal, wir kriegen einfach so ein Tor gegen Dortmund. Bang. Mhm. Okay. Haben wir gelernt, macht nichts, Tor haben wir kassiert und dann sind wir wieder in den Normalmodus umgestiegen und haben weiter Fußball gespielt. Und ja, in der zweiten Halbzeit das Tor vom Wolfram super rausgespielt, über die komplette Länge vom Platz fast. Und das andere geschossen über die halbe Länge vom Platz. Das ist also, ich meine. Gab es im Fernsehen ein, das gibt es nicht mehr, gell? Halbzeitinterview irgendwie mit, naja, Olli Bär gibt es ja nicht mehr, aber weil es war doch davon die Rede, dass, das kann vielleicht auch der Thomas Spiesel sagen, dass der Janicke so sauer war in der Pause, so sichtlich sauer war irgendwie. Mir kam es brutal vor, als würde der die letzten 20 Minuten in der ersten Halbzeit schon halbwegs explodieren an der Seitenlinie. Okay. Also vom Fernsehen. Vor der Pause hat man es ihm direkt, ich war ja direkt dahinter, und vor der Pause hat man ihm ganz klar angemerkt, dass er richtig, richtig sauer ist und hat auch mal auf der Bank, schätze mal, wer dann gesagt hat, er wechselt jetzt, also der hat dann auch nochmal, ist rumgesprungen, also eigentlich ist er ein mega ruhiger Typ und da war er wirklich so, ich möchte mal sagen, für seine Verhältnisse außer sich, also da war er wirklich dann richtig angepisst, würde ich sagen. Okay. Ja, hat man im Fernsehen auch deutlich gesehen, auch schon vor der Halbzeit, da haben wir gedacht, so kennen ihn jetzt nicht, aber das gefällt mir. Das wurde ja sogar in den Highlights jetzt sogar nochmal extra mit reingeschnitten, wie er da schimpfend auf und ab tigert. Also das war nicht nur für uns ein seltener Anblick. Aber das okay. fand ich super, muss ich sagen. Also das, ja, weil es auch genau gepasst hat, weil in dem Moment waren es einfach nicht auf der Höhe. Mhm. Und dann kommt der Wolfram direkt nach der Pause. Also war dann als Reaktion für den Philipp. Der andere Thomas, der war ja dann auf unserer Seite da unterwegs. Genau, also ja. Der hat mir da auch, muss ich sagen, sehr gut gefallen. Und genau, und ja, wie wir gerade schon gesagt haben, macht dann ja, das. Ja, bei Philipp war das ja wohl ein Verletzungsding, oder? Mhm. Ja, aber ich hätte ihn auch runtergenommen, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Also, weil es gerade erwähnt wurde, eben der Trainer, da möchte ich eigentlich ein großes Trainerlob aussprechen. Also nicht nur für die Emotionen, das ist ja nur was fürs Gefühl. Aber ich fand die beiden Wechsel, also die rechte Seite war irgendwie ab der 30. was komplett daneben für mich. Mhm. Also zum einen der Luki Reichs hat man irgendwie schon mal wo thematisiert, dass der überspielt ist, also irgendwie da ist die Frische im Kopf bei den Entscheidungen nicht mehr so da, ist zeitweise nichts Halbes, sonst nichts Ganzes mehr, und der Philipp hatte zwar den einen Schuss, aber die beiden, also von den Laufwegen her, haben sich überhaupt nicht verstanden, also dass der eine überläuft auf der falschen Seite, dann macht der Philipp ihm wieder den Weg nach innen zu, und dann war der Wolfram ja sogar eigentlich schon vor der Pause umgezogen, wenn ich das richtig gesehen hatte. Dann hat er den ausgetauscht und der Rheintaler, so leid es mir tut, ich fordere ihn ja auch immer wieder in meiner Wunschaufstellung, aber der war auch irgendwie im Kopf nicht ganz da. Und dann hat er ihn auch gleich ausgetauscht. Ich hatte mir zwar Sorgen gemacht, dass der Quadvo, nachdem er jetzt irgendwie gefühlt ein Jahr nicht mehr auf der Innenverteidigerposition gespielt hat, da Probleme kriegt, fand aber, dass er das dann super gemacht hat. Also gut antizipiert, seine Schnelligkeit ausgespielt, fand ich ganz toll. Thomas N., das hast du auch so, gell? Also ich habe ja den Schifferl stark kritisiert, weil, also gerade gegen Dresden fand ich den wirklich unterirdisch. Stimmt. Und habe mir dann auch gedacht, jetzt kommt der Rheintaler, der kriegt wieder mal eine Chance. Den fand ich auch letzte Saison vor seiner Verletzung extrem
gut eigentlich. Also in Werl zum Beispiel, weiß ich noch, war der bockstark. Und gestern, der kam mir total langsam vor. Erstmal, also null Spritzigkeit irgendwie. Stand auch teilweise irgendwie 2, 3 Meter hinter der Kette. Also so in Sachen Abseits hätte das durchaus mal gefährlich werden können. Und der Quattro, als der dann kam, der war wesentlich spritziger, fand ich. Der hat sich auch nach vorne noch ein bisschen eingeschaltet und so. Ja. Also für mich Quattro einer der Gewinner gestern. Für mich der Hauptgewinner Tunai Dennis, muss ich sagen. Weil der war in der Anfangsphase wahnsinnig stark, hat viel von hinten rausgeschoben und so. Eigentlich das, wo ich den Jakobsen mehr so gesehen hätte vor der Saison. Und der Dennis hat dann, finde ich, so nach 20 Minuten sich so ein bisschen zurückgezogen und dann ist auch Dortmund automatisch stärker geworden. Und nach der Halbzeit hat eigentlich der Dennis wieder da die Fäden in die Hand genommen im Mittelfeld, finde ich. Und dann haben sie echt, finde ich, auch das erste Mal in dieser Saison richtig geil kombiniert und schön schnörkellos nach vorne, ohne diese ewigen Querpässe und so. Und da sieht man gleich, was rauskommt, wenn in dem Vorfeld von dem 1-0 Ball gewonnen, über rechts nach vorne gespielt, Guttau mit dem Diagonalpass, zack, reingeschlenzt, Tor. Also so kürze ich das irgendwie. Und das hat mir total gefehlt in den vorherigen 7 Spielen irgendwie. Also da hat es jetzt echt irgendwie Klick gemacht. Ich hoffe, das bleibt so. Und ja, zu dem 2-0, vielleicht hat ja der Dennis auch selber gemacht, die sind jetzt gar nichts Besonderes mehr, diese weiten Tore. Nur eins. Aber mit dem kann man das wahrscheinlich auch sehr gut trainieren unter der Woche. Ich glaube, der Janis, Janis hat ja erwähnt, dass er das irgendwie im Training öfter macht. Sie trainieren es nicht, aber der Dennis sowas anscheinend im Training öfter macht. Also er hat ja ein feines Füßchen. Und das war beim Unterschied ja zu dem Tor. Vor der Lotka. Der stand 3, 4 Meter vor seinem Strafraum, wenn man sich das anschaut. Ich finde, der stand nicht so schlecht. Also ich habe mir mehrmals in Highlights angeschaut. Er ist auch sogar zurückgegangen als der Dennis nach vorne. Also da war jetzt sein, finde ich, vom Torhüter wenig Fehler dabei. Ja. Ja, ist das vielleicht eine generelle Entwicklung mit diesen, ich meine, in Bielefeld, beim Jakobsen war es noch so, dass man gesagt hat, der selber sagt, er kann gar nicht so weit schießen und so. Da war es ja eher noch so, dass ihm der Ball halt so entgegenspringt und dann trischt er halt mal drauf und dann fliegt er rein. Aber im Dennis wirkte das ja schon total absichtlich. Also, der war sehr. Ja. Und just heute ist ja das, habe ich vorhin irgendwo gelesen, just heute war es, oder? Bekanntgabe, Tor des Monats. Also hier, Stuttgart, Groß Asbach, wie hieß er? Ich habe den Namen jetzt vergessen. Notnagel, ja. Tor des Monats. Also, und sehen wir dann möglicherweise bei der Wahl zum Tor des Monats September 2 Löwentore dann. Also Jakobsen und Dennis. Also. Gut. Okay. Haben wir noch was zum Spiel anzumerken oder sind wir dann schon, weil wir müssen ja auch noch. Ich fand noch, im Gegensatz zu Hannover, um jetzt nochmal die Brücke zu spannen, dass eigentlich die Schussphase relativ entspannt war. Also ich bin ja immer Pessimist, ihr kennt mich ja so langsam, aber ich habe irgendwie keine Angst gehabt, dass Dortmund noch ein Tor schießt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das haben die hinten echt gut im Griff gehabt eigentlich. Man muss ja Thomas, da möchte ich nur ergänzen, wir haben es aber auch super gemacht, die Löwen haben auch Dortmund super vom eigenen Strafraum weggehalten. Genau. Also nicht, dass ich würde das nicht als Unvermögen von Dortmund einstufen, sondern das haben sie eigentlich klasse gemacht. Sie haben den Ball gehalten, haben den Ball laufen lassen und haben solide wegverteidigt. Also das war jetzt schon auch sehr, wie wir jetzt immer wieder gesagt haben, also man sieht schon Entwicklung. Es geht halt Schritt für Schritt, aber die zweite Halbzeit in Dortmund, Chapeau, also hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also das meinte ich auch genauso, nicht, dass Dortmund irgendwas verbaselt hätte, sondern die haben einfach nichts zugelassen, die unseren, im Gegensatz zu dem Hannover-Spiel einfach. Und da bin ich jetzt auch dabei, da sehe ich jetzt auch eine Entwicklung. Ich habe ja den Janikis hier auch stark kritisiert nach dem Dresden-Spiel. Ich hätte auch jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir 9 Punkte holen in der Woche, aber mir soll es recht sein. Es ist jetzt so ein bisschen halt wieder typisch wie bei 60, Riesengeschimpfe und jetzt spritzt der Champagner nur so aus der Flasche. Also, und 5 Leute sind im Talk zusammengekommen. Michael, ja, ich möchte auch noch kurz zum Spiel was sagen. Und zwar dich wollte ich nämlich auch gerade nochmal ansprechen. Was? Dich wollte ich auch gerade nochmal ansprechen, aber du kommst selber. Achso, ja gut, dann sprich mich an. Bitte. Nee, sag erst, was du sagen wolltest. Bitte?
Sag erst du, was du sagen wolltest. Vielleicht ist das ja das, was ich dich fragen wollte auch. Ja, deswegen habe ich gemeint, du fragst, aber egal. Also was ich jetzt noch sagen wollte, weil der Thomas N. sagt, dass die nichts zugelassen haben. Das ist absolut gut erkannt, weil wir haben nämlich außer die Schüsse, die aufs Tor gegangen sind, alles weggeblockt. Da ist kein einziger Schuss irgendwie sonst und das waren bloß vier, die dann tatsächlich aufs Tor gegangen sind. Alles andere konnten wir blocken. Das ist schon brutal gut. Und woran liegt das? Weil das wäre auch meine Frage an dich gewesen, ob du das am Fernsehen auch so wahrgenommen hast. Weil es war wirklich so, man stand da relativ entspannt und gesagt, so, jetzt haben wir es dann gleich geschafft und geil, 9 Punkte. Aber woran das liegt? Ja, das liegt einfach an der viel stabileren Defensive, dass wir im Zentrum defensiv ziemlich kompakt sind, fast alles nach außen schieben können, die dann entweder über die Halbräume nicht ganz klar reinkommen, weil wir da jetzt sehr gut doppeln oder eben dann versuchen, die tiefe Flanke zu spielen, was immer so ein bisschen eine Glückssache ist. Kommt der eigene Spieler an Kopfball, wenn ja, wie? Oder schafft es doch der Verteidiger, den dann rauszubringen, was immer die höhere Wahrscheinlichkeit hat? Und von daher finde ich das, was der Thomas Eng gesagt hat, genau richtig. Perfekt. So. Jetzt ja, den einzigen Stress in der Schlussphase hat dann die Deutsche Bahn verursacht. Apropos ja, Deutsche genau, Bahn. Auch das sehr richtig erkannt. In der letzten Viertelstunde nur ein Schuss von den Dortmundern, der natürlich geblockt worden war, auf den Kasten der Lüben. Da würde ich auch den Marlon Frei nochmal lobend erwähnen, also weil der Jakobsen ja raus musste, verletzungsbedingt, und der sich da nahtlos eingefügt hat. Und für so eine Verwaltungsschlussphase finde ich das immer top, den zu bringen, weil der probiert nichts Großes, spielt aber eigentlich mit einem Kontakt den einfachen, aber meistens richtigen Ball. Macht doch mal einen Foul, wenn es notwendig ist. Und das fand ich super, dass man einfach 1-1 auswechseln konnte und eigentlich der Spielfluss nicht groß geändert wurde, sondern weiter super nach vorne gegangen ist. 90 plus 1. Im Kader zahlt sich aus. Ja, jetzt hab ich genauso gesehen bei dem Frei. Und jetzt ist es aber halt nur schade, dass die drei, also Jakobsen, Dennis und Frei, deutlich, glaube ich, im Moment vor dem Kloss und dem Bangerter stehen. Tut mir persönlich ein bisschen leid für die beiden, aber sportlich sehe ich das echt auch so. Jakobsen, Dennis eigentlich gesetzt. Frei hat jetzt immer super gespielt, wenn er gekommen ist. Und dann ist halt schwer vorbeikommen da für zwei so Eigengewächse. Aber die Saison ist auch noch lang und du wirst auch noch da Schwächephasen haben und da Alternativen brauchen. Insofern nicht jetzt das Negative sehen. 90 plus 1 kam dann übrigens auch wieder Schubert noch, aber das habe ich gar nicht mehr richtig für den Hopsch, der eigentlich, das fand ich auch bemerkenswert, der Hopsch hatte ja da auch Mitte zweite Halbzeit und auch noch vor den Toren hatte der ja irgendwie, sah so aus, wie wenn er sich so eine Dehnung irgendwie zugezogen hätte und ist dann gehumpelt und so weiter, aber er hat es dann doch noch bis fast über die Zeit geschafft, ganz am Schluss. Da hätte ich eine Frage an den vom Fernseher Zuschauenden. Ich war im Stadion der Meinung, dass das Elfmeter hätte sein müssen, weil der Hopsch da den Ausfallschritt macht und dann haut ihm der andere hinten irgendwie auf die Achillessehne und wo er dann so lange eben liegen bleibt. Aber in den Highlights war es dann nicht mehr drin. Hat man das? Ja, also da muss ich jetzt sagen, also entweder habe ich es verpasst, ich kann mich nicht einmal an die Szene so richtig erinnern. Weil er liegt danach irgendwie 2-3 Minuten. Ja, ich weiß, er lag dann im Strafraum. Ich erinnere mich, er lag im Strafraum, der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, Leute pfeifen. Er war dann auch draußen zur Behandlung übrigens. Also es war länger war beschäftigt später, mit dem oder? Thema. Ja, ich erinnere mich, aber ich kann mich an die Szene davor nicht mehr erinnern. Hm. Und ich glaube auch nicht, dass es nochmal im Fernsehen dann thematisiert haben, weil wenn das ein berechtigter Elfer gewesen wäre, dann wüsste ich es vermutlich. Okay. Dann bleibt diese Frage jetzt unbeantwortet. Können wir jetzt, weil wir haben noch ein paar Sachen ja durchaus zu besprechen. Ich muss noch zwei Grüße loswerden, nämlich auch, ich fast vergessen. Der Jürgen hat mich angesprochen im Stadion vor dem Spiel. Da weiß ich gar nicht, wo der her war. Und hat sich gefreut über unser Engagement. Und Thomas, da warst du schon weg oder aus Bremen? Andi? Hieß der Andreas? Andi? Weiß jetzt, der Jan war auch noch mit dabei. Na, jedenfalls den grüßen wir auch mit seinem Sohn, der heute auch im Kommentarbereich bei uns auch schon was geschrieben hat. Ab ja, und mich, darf ich noch mich an. Was? Entschuldigung, ja, du?
Ja, noch eine kurze Sache, und zwar zwecks Abwehr und der Freie, der fault dann auch einmal im richtigen Moment zum Thema Fouls. Fand ich, muss man jetzt auch noch erwähnen, wir haben nicht viel gefoult, aber dann, wenn es wichtig war, richtig. Okay. Und auch gut dabei, nur eine gelbe Karte für Foulspiel kassiert, die andere war kompletter Schwachsinn wegen Ball wegschlagen. Warum der Dennis da wegen Ball wegschlagen gelb kassiert, das ist für mich tatsächlich, also ich weiß nicht. Aber gut, so ein Blödsinn haben wir in Rostock schon mal mit dem Ding gehabt. Steinhardt Okay. damals. Da Okay. wurde er auch wegen, da war es sogar gelb-rot dann. Gab ihm jetzt insgesamt nur zwei gelbe Karten im ganzen Spiel. Dortmund keine einzige. Ja, Wahnsinn. genau. Ich glaube, eine hat der Gusuki gekriegt und die Genau. andere. Richtig. So, Thomas, du wolltest auch gerade schon was noch loswerden. Genau, wir haben nämlich eine treue Hörer in Essen, habe ich gestern erfahren. Wir haben jemanden getroffen, auch vor am Hauptbahnhof, den Patrick, und er hat uns dann zum Stadion begleitet mit dem Zug. War super praktisch für uns. Wollten eigentlich mit dem Taxi fahren und von dem haben wir auch ein großes Lob gekriegt für unsere Geschichte. Also auch an der Stelle nochmal vielen Dank und liebe Grüße ins Ruhrgebiet jetzt. Genau. Also ein 60er oder ein RWEler? Nein, ein 60er. Ach Also er so, kommt Gott. ursprünglich aus München, war jetzt erst beim Viktoria Köln-Spiel im Grünwalder, hat dann Urlaub am Tegernsee gemacht und ist jetzt wieder in der Heimat und hat sich jetzt in Dortmund unser Spiel angeschaut. Hervorragend. So, oh Gott, ja, also, oh Gott, im Sinne von, was wir noch alles zu besprechen haben heute. Ja, wir müssen kurz zum Thema, haben wir ja schon jetzt angekündigt, angedeutet, Alkohol uns kurz äußern. Das machen wir jetzt aber wirklich ganz kurz und schmerzlos. Es gab bei uns im Kommentarbereich heute einige kritische Stimmen, unter anderem unter den Giesinger Gedanken, aber ich glaube auch schon gestern unter dem Ticker, dass wir Alkoholkonsum so verherrlichen würden permanent und also dass das sozusagen ein Muster wäre. Bezug war dann ein Bild des gestern am Anfang vom Ticker hochgeladen worden ist, wo ein Kasten Bier abgebildet ist und da drauf liegt dann noch eine Flasche Cola und eben eine Flasche Wodka. Und ja, also ganz generell, wenn die Diskussion darüber respektvoll abläuft und so weiter, ist es für uns kein Problem, wenn man uns da auch kritisiert. Generell ist es so, also wir haben es heute auch schon intern diskutiert, wir werden da, können da sicherlich ein bisschen drauf achten, dass wir da nicht den exzessiven Alkoholkonsum komplett verherrlichen. Generell, glaube ich, kann man jetzt von uns Fünfen sagen, also wenn wir auswärts fahren, natürlich, also gebe es auch freimütig zu und also heute habe ich extra mal Wasser hier mitgebracht, aber ich trinke da auch gerne mal ein, zwei halbe, wobei ich persönlich mich auswärts auch nie irgendwie abschießen würde. Und wir sehen tatsächlich schon das Problem des Alkoholismus in der Gesellschaft. Ich glaube aber, dass es nicht wir sind, die jetzt Alkoholkonsum an der Stelle irgendwie massenhaft verherrlichen, beziehungsweise umgekehrt geht es uns natürlich in unserem Ticker auch darum, und dafür ist er ja auch beliebt, die Realität irgendwie abzubilden. Und die Realität bei Fußballfans, wenn sie auswärts fahren, ist eben, dass da auch für viele zumindest der Alkohol irgendwie dazugehört. Aber wir sind uns durchaus dessen bewusst, dass das dieses gesellschaftliche Problem gibt. Wir glauben allerdings umgekehrt auch nicht, dass wir es irgendwie, sage ich jetzt mal, lösen können. Thomas, du hast dann ja noch in deinen Giesinger Gedanken noch mit dieser Prozentgeschichte da. Weiß nicht, ob du da auch noch was ergänzen möchtest, gerne zu deiner Verteidigung. Ja, ich sehe es also, wir haben eine super entspannte Heimfahrt gehabt. Thomas war ja bei uns im ICE und haben da nur grimmiger Weiß betrunken, aber das war halt völlig entspannt und ich sehe da jetzt auch keinen. Ich meine, das gehört halt irgendwie zum Fußball dazu. Ich meine, im Endeffekt muss das jeder für sich selber entscheiden und jeder für sich selber seine Grenzen kennen, wie es halt bei allem ist. Wir werden die Welt nicht verändern können. Klar, kann man die Kritik in gewissen Punkten auch verstehen, die kann man auch nachvollziehen, das werden wir uns auch zu Herzen nehmen. Aber wie gesagt, wir werden die Welt nicht ändern. Wir sind ein Fanportal und wir berichten von den Auswärtsfahrten, die die Fans machen. Wir kriegen auch, das möchte ich nur mal ganz klar ergänzen, von uns kriegt keiner einen Cent. Das heißt, das ist unsere Freizeit, die wir opfern. Und wenn wir am Wochenende durch halb Deutschland tingeln, um unseren Verein oder unsere Mannschaft zu unterstützen, dann wird es uns auch genehmigt sein, dass wir da mal ein Bier trinken miteinander. Und solange sie das in Maßen hält und sie alle vernünftig aufführen, und ich glaube, das war gestern der Fall, glaube ich, kann man das auch so stehen lassen. Kein Genau, und Alkohol im Dienst, sozusagen. jetzt noch, wir haben ja durchaus hochstehende Unterhaltungen gehabt auf der Rückfahrt auch, und haben auch ein Quiz gemacht, oder? Bist mir fast zuvor gekommen, Thomas. Ja, Ja, ich habe es ja genau. angesprochen, wir hätten eine Schnellraterunde. An die drei, die es nicht wissen, könnt ihr mir sagen,
wer lange Zeit der einzige deutsche Spieler war oder der einzige Spieler weltweit war, der zwei Europameistertitel als Spieler geholt hat. Ja. Ach so, warte, was? Zwei als Spieler? Ja, leider, leider hat mich neulich ein Kumpel, wo war denn das jetzt wieder? Ich wurde neulich hat jemand diese Frage, ja genau, in Bielefeld, beim Essen nach dem Spiel in Bielefeld wurde diese Frage am Tisch, also bin ich raus, ich sag's nicht. Also zwei Europameisterschaften als Spieler? Ja, und kannst lustigerweise sagen, keine Sekunde gespielt in beiden Turnieren. Also keine Sekunde gespielt? Aber er war bei beiden Europameisterschaften dabei. Okay, ich dachte das gerade, weil da gibt's ja bei den Spaniern genügend. Deutscher. Ja, ein Deutscher. Und ein beide Deutscher. Male Europameister auch. Das ist wichtig, ja. Oder? Ja, ja. Also, ich dachte, jetzt war nur zweimal Europameister und da wäre es bei Spanien zuhauf, Leute. Richtig. Die, zweimal ohne zu spielen. Da muss man überhaupt erstmal recherchieren, welche EMs, das können ja nur zwei EMs sozusagen gewesen sein, dass die sozusagen. Es muss doch 72, 80 sein. Exakt. Richtig. Genau, 72-80 und 72-80 keine Minute gespielt. Vermutlich einer der Ersatztorhüter. Ich nehme mich jetzt falsch. Mal. Falsch. Kleiner Tipp nur, er war dann auch als Trainer nochmal Europameister. Als Co-Trainer. Das hätte ich jetzt nie gewusst. Und er ist Funktionär doch bei irgendeinem Verein im Westen auch. In der Bundesliga. War er, ist er immer. Ist er jetzt. Ist er doch jetzt, oder gerade? Jetzt ist er erst. Gewählt wieder irgendwie. Ja. Aber das hätte ich auch so nicht gewusst. Wer kann den Namen sagen? Gewählt wieder beim Verein im Westen. Klappbach? Wer ist einer von euch drauf gekommen, oder wie war das, oder wie seid ihr? Ja. Wir haben es dann aufgelöst, ist aufgelöst worden dann. Okay. Ich bin drauf gekommen, aber. Ja, dann darfst du sie jetzt auch auflösen. Soll ich es auflösen? Ja. Löse auf, Thomas. Es ist Rainer Bonhof tatsächlich. Bernd, bist begeistert, oder? Ja, absolut. Den hätte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Null, gell? Dass der aber klar, Co-Trainer als Europameister und der Vogt. Aber war der 74 bei der WM dann auch dabei? Weil die war ja dann, also ja. WM. Ja. War dazwischen. Ja, aber da hat er auch nicht gespielt. Oder da schon? Keine Ahnung. Doch, da hat er auch gespielt. Okay. So. Ja, Rainer Bonhof. Haben wir das auch geklärt? In Bezug zu 60 können wir den bei dem, glaube ich, keinen herstellen, oder? Haben wir da irgendeinen noch? Nee. Lustig finde ich, dass so ein Thema dann aber offensichtlich, naja, es war wahrscheinlich irgendwie in den sozialen Medien oder so, dass mir das sozusagen in einer Woche, eine Woche vorher auch schon als Quiz gestellt wurde. So. Die Fahrt habt ihr also entsprechend erfolgreich auch mit solchen intellektuellen Auswüchsen über euch, hinter euch gebracht. Und ja, jetzt bleibt uns, wir sind ja schon relativ lang hier auch zusammen, der Blick noch auf das Spiel, das jetzt bevorsteht. Denn jetzt wird es ja ganz interessant, nachdem man jetzt also diese zwei zweiten Mannschaften, die man ja sowieso im Vorbeigehen schlagen muss, also erledigt haben, kommt jetzt ein Absteiger aus der zweiten Liga daher, nämlich Wien Wiesbaden. Wir haben da mal ganz gern kurz die Statistik. Wie viele Spiele hatten wir schon gegen Wien Wiesbaden? Ich binde euch da ja immer gerne mehr ein. Wer kann es sagen, ohne nachzuschauen oder zu googeln? Kopfschütteln? Peter, du bist doch immer da. Thomas, ja, keiner will irgendwie. Thomas N., wie viele Spiele gab es schon gegen Wiesbaden? 6 mit den Profis, würde ich sagen. Oh, okay. Ja, Bernd, mehr oder weniger? Das müssen doch mehr sein. Die waren doch davor auch schon irgendwann mal in der zweiten Liga, oder? Bevor mir gegen. Ach so, ja, das stimmt. Das ist mein großes schwarzes Loch. Selbst wenn du die zweite Liga ausblendest, lieber Kollege Thomas, sind es mehr. In der dritten Liga sind es schon 8. gewesen. Okay. Die waren nie lang weg da. dafür, dass wir schon auch jetzt ja der Dino der dritten Liga sind, ist es gar nicht so viel. Gell? Also 8 Drittligaspiele haben wir gehabt. 3 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen, also eine positive Bilanz. Und in der zweiten Liga waren es tatsächlich gar nicht so viele. Waren also nur 4 Spiele in der zweiten Liga, 2 Spielzeiten. 1 Sieg, 3 Unentschieden und wir sind ungeschlagen in der zweiten Liga gegen Wien Wiesbaden. In Summe sind es dann also, wer mitgerechnet hat, 12 Spiele, 4 Siege, 6 Unentschieden, 2 Niederlagen. Was ich sehr faszinierend finde, Bernd, hast du dich schon, nee, nach so einer englischen Woche, du konntest dich jetzt noch nicht mit Wiesbaden beschäftigen, oder? Schön wär's. Ja. Nein,
Aber ich habe mal so die Statistik von denen gerade aufgegeben. Ich habe jetzt gerade. Ich habe mal nachgeschaut, gegen wen die denn jetzt, weil es ist immerhin dann schon der 9. Spieltag, also bei 8 Gegnern, die man bisher hatte, ob es irgendwelche Überschneidungen schon gab. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich nachgeschaut, und das ist ja wirklich erstaunlich. Bielefeld, sag ich schon, Wiesbaden hatte erst gegen eine Mannschaft gespielt im bisherigen Saisonverlauf, gegen die wir auch schon gespielt haben, und sonst nur gegen andere. Aber ich habe dann nachgeschaut, das war bei Dortmund 2 nicht anders. Also ist wohl so in der frühen Phase der Saison bei 20 Mannschaften. Also, wer weiß, gegen wen wir beide schon gespielt haben, also sowohl Wiesbaden als auch wir, ohne nachzuschauen? Da weiß man nicht, oder? Das ist Quatsch. Doch, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und mir genau das auch angeschaut. Ernsthaft? Geil. Und es war? Aber du hast es vergessen wieder, wer es war. Wer war es? Stuttgart 2. Sehr gut, genau. Der Stuttgart 2, da haben sie immerhin ein 2:2 zustande gebracht. Wir sind jetzt leider zurückgefallen, auch gerade just heute Abend werden wir das aufzeichnen, auf den 9. Tabellenplatz, weil Arminia Bielefeld irgendwie das Spiel gegen Verl gedreht hat und 2:1 gewonnen hat. Aber gehen wir mal nochmal zu Wiesbaden. Was ist denn da jetzt klar? Ich meine, die Erwartungshaltung ist jetzt natürlich, wir müssen jetzt weiter siegen, oder? Ja. Peter. Also alle ja. Auf jeden Fall hoffen. Also die haben ja jetzt auch ihre Ungeschlagenheit aufgeben müssen. Das war ja dann mit Bielefeld die Zweiten. Und so gerne ich den Fabian Greiliger mag, der sich ja dort irgendwie sehr gut zurechtfindet, jedes Spiel gemacht hat bis jetzt, würde ich ihm doch gerne die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte vermiesen. Thomas Spiesel, du bist auch überzeugt oder glaubst auch an, dass wir die... Ja, bin ganz optimistisch, dass wir unsere Heimbilanz weiter aufbessern können. Lieber wäre es mir ja fast schon auswärts, gell? Weil ich es noch gar nicht gemerkt habe, die Rüben sind auf dem Aufstiegsplatz. In der Auswärtstabelle. Ja. Nein, aber ist mir tatsächlich noch nie auffallen, aber ja, es ist tatsächlich so. Wir sind ja die, ja, wenn es also nach der Auswärtstabelle geht, Dresden 60 und Saarbrücken macht die Relegation. Ja, oh, Punkt und Tor gleich mit Saarbrücken. Das ist schön, man kann es immer live anschauen. Thomas N., du bist ja häufig skeptisch und vorsichtig. Jetzt, wo alle damit rechnen und jetzt ist auch noch Wiesen und ja, da ist fast zu befürchten, dass es gegen Wiesbaden wieder zäh wird, oder wie? Also ich finde, gegen die haben wir uns immer schwer getan. Das waren immer enge Spiele, auch so ein ganz unangenehmer Gegner, finde ich. Also im positiven Sinne unangenehm. Die standen eigentlich hinten immer relativ gut. Die hatten immer einen guten Torwart, der gegen uns immer einen Sahnetag hatte auch. Der Boss, weiß ich noch einmal, was der rausgeholt hat gegen den Mölders und so. Das war schon übermenschlich. Aber es wäre natürlich geil, wenn dieser Aufwärtstrend anhalten würde. Ich glaube, es wird ein ganz enges Spiel, was in jede Richtung gehen kann. Oh. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die so diszipliniert und so schnörkellos weiterspielen, wie sie das in Dortmund gemacht haben. Also wenig Querpässe, solange das Spiel offen ist, schnell nach vorne, vielleicht tatsächlich den Wolfram gleich mal vom Beginn wieder ranlassen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich den Quattro in der Innenverteidigung bringen, aber dann ist das so jetzt so aktuell die stärkste Mannschaft, denke ich. Und also ich habe Respekt vor Wien, aber ich glaube, jetzt mit 3 Siegen im Rücken kann man die schon schlagen. Ein Satz, den auch gerne eine schwangere Frau mal sagt. Ich habe Respekt vor Wien. Ja. Oh. Gegen Wien muss man pressen, habe ich im Ticker immer geschrieben. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir aber weit unten angekommen im Niveau. Übrigens spannend, wir haben uns zwar gern schwer getan gegen die, aber tatsächlich die 2 Niederlagen gegen die sind in der 3. Liga genau die Klammer sozusagen. Also das erste Spiel gegen die ging verloren am 22. September 2018 nach dem Aufstieg. Also ich erinnere mich da noch dran, 1:2. Ich glaube, da haben die in so neongrünen, nee, das war Uerdingen. Egal, auf jeden Fall. Wir haben auch so Teile. Wir haben auch schon, gell? Ja. Ja, also das ist und was ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann, am 15. April 2023, also quasi vor deren Aufstieg dann irgendwie, haben wir in Wiesbaden 2:0 verloren. Kann mich an nichts erinnern. 32. Spieltag. Ich war, ja, da war ich sogar. Echt? Ich war da
Da war ich nicht, aber ich war da nicht, aber wurde berichtet, dass die Einlasskontrollen bei jüngeren Leuten so unter aller Sau gewesen sein müssten. Also alles, was irgendwie nach unter 30 und leicht aktive Szene aussah, musste irgendwie Schuhe und wenn nicht, sich halb nackt machen. Da hat der Flobo sich hier beschwert drüber auch, kann das sein? Ja, richtig. Okay. Genau, und ich habe dann gesagt, ich habe davon überhaupt nichts gemerkt und dann war das wohl ein Jugend. Ja, sag was da, Altersframing. Ja, so nennt man das. Statistische Diskriminierung. Und du warst, das ist ja lustig, weil Thomas N., du warst da auch nicht, richtig? Ich war nur einmal in Wien mit den Profis, da waren wir gemeinsam noch während Corona. Mit Söhnen. Am Eingang ausgeschaut hat wie am Flugschalter, weil alle ihre Corona-Tests in so Glassichthüllen hatten und so. Genau. Das weiß ich auch noch. Das war sehr schön. Mit Söhnen und mein großer Sohn hatte Krücken. Das kann ich mir auch noch. Ja, genau. Und du hast lustig war das, glaube ich, wo der Kretschmer, glaube ich, zwei so Sensationsparaden gemacht hat. Genau. Erstes Auswärtsspiel. So. Wo wir ziemlich glücklich sein konnten, aber mit dem Punkt, ganz ehrlich. Absolut. Und wo nachher irgendeiner, war das sogar der Malone? Ich weiß gar nicht. Nachher in die Kurve applaudiert, dass der Support so toll war. So, wir schweifen ab, habe ich das Gefühl. Herr Winninger, von Ihnen habe ich noch gar keine Einschätzung, nachdem die anderen so verhalten optimistisch oder auch so ein bisschen ängstlich sind, auch wenn du noch nichts gesehen hast. Was ist denn jetzt drin gegen Wiesbaden? Oder muss man vielleicht auch mal wieder mit einem Punkt sich begnügen oder so? Ich kann jetzt nur so vom Tabellenstand und von den Zahlen und von den Spielern, die ich kenne, so ein bisschen darauf schließen, weil ich habe wirklich noch überhaupt nichts gesehen von denen. Mhm. Also, wenn ich das alle irgendwie geschafft hätte, dann bewerbe ich mich für den nächsten Jesus Award. Mhm. Den kriegst du dann auch. Okay, aber du sagst auch jetzt natürlich, wir müssen, Heimspiele muss man. Nein, also es wird vermutlich eine ganz zähe, ekelhafte, nicht gut anzusehende Angelegenheit gegen Wien Wiesbaden. Mhm. War das wenn ich mir das so anschaue, wie sich da so die Zahlen verteilen, hohe PPDA, hohe Zweikampffrequenz. Mhm. Hohe Flankengenauigkeit bei denen, dafür nicht besonders zielsicher beim Schießen, auch nicht viele Schüsse, die sie abgeben. Ich glaube, das wird eine zahre Angelegenheit und das Ganze dann noch gemischt mit einer relativ hohen durchschnittlichen Torwahrscheinlichkeit beim Schuss. Das ist schon, also es ist ja. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt unbedingt das ist, was man eine Gmade Wiesn nennt. Okay. Ja, das in jedem Fall. Also, wenn ich sage, die haben auch 11 Tore kassiert, genauso wie die Dortmunder bis jetzt. Also so sicher, weiß ich nicht, wie sie hinten stehen. Das Spannende, was ich jetzt nur schnell gesehen habe, der Bernd wird es sicher noch weiter ausbreiten in der Taktiktafel. Das wäre jetzt mal wieder eine Dreierkette, gegen die wir spielen. Okay. Mal schauen, wie wir damit zurechtkommen, ob da der Maxi Wolfram auch die benötigten Räume, wenn man ihn von Anfang an wollen würde, kriegt. Weil ich weiß gar nicht, wer bis jetzt schon mit einer Dreierkette gegen uns gespielt hat, ob wir uns da besonders schwer getan hätten. Weißt du da irgendwas? Kannst du was dazu sagen, Bernd? Oder ist das? Hatten wir nicht, warte mal, gegen Stuttgart? Stuttgart hat, glaube ich, Dreierkette. Das war ja nicht so besonders. Also, aber da war es auch so heiß. Das ist ja eine besondere Bedingung. Ja, und die Pyro und der Wind, ja, die ist alles. Ah, genau. Ich würde mich da überhaupt nicht nach dem Gegner richten. Du musst doch jetzt so weitermachen wie in Dortmund einfach. Ja wie gesagt, und die Formation in der Abwehr selber, wenn die auf Fünferkette abkippen da hinten, es ist halt eine Sache, die sehr eng werden kann, weil die spielen ja mit diesen 3-4-2-1, so wie es da jetzt ausschaut. Mhm. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt das System, was für einen offensiven Hurra-Fußball steht, auch wenn es eine Variante vom 3-4-3 ist, weil diese Viererkette vor der Dreierkette, wo dann die zwei rauskippen, ob das jetzt asymmetrisch ist oder nicht, ist ja vollkommen wurscht.
Das macht das Ganze schon ganz schön eng und zäh da vom gegnerischen 16er, wenn die nicht hoch pressen und generell eher so den tiefen Ansatz im Spiel wählen. Also ich meine einfach, dass es zäh Nummer wird. Das heißt nicht, dass wir kein Tor gegen die schießen, nur die Frage ist halt, wie stochert man nein? Das heißt, wir Fans, die, sofern, ich gehöre nicht dazu, aber an diesem letzten Wiesnwochenende dann danach noch das Spiel gegen Wiesbaden auf der Wiesn begießen möchten, müssen vorher ein wenig leiden und sich ihre Massen dann dort erst verdienen. Sozusagen, also das wird schon, ich nehme an, es wird zähe Fußballkost. Aber ich kann mich auch täuschen und wäre schön, wenn ich mich täusche und mir trotzdem dann mit 3 Punkten hinterher zu Hause bleiben. Also so schaut's aus. Jetzt greifen wir noch ganz tief in die Kiste. Mhm. Ich hatte das Glück, während Corona an einem ganz kalten Januarnachmittag 60er.de im Stadion vertreten zu dürfen. Mhm. Gegen wen? Da lagen wir 2-0 hinten und dann hat, glaube ich, haben sie 3-2 noch gewonnen. Ich glaube, das entscheidende Tor war ein Freistoß vom Neudecker unter der Mauer durch, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Und da dachte man auch im Stadion, mein Gott, minus 5 Grad zur Halbzeit. Ich glaube, zur Halbzeit stand es schon 1-2, weiß jetzt nicht genau. 1-2 zur Pause, ja. Dann haben die das noch gedreht und die mit 100 Leuten besetzte Haupttribüne ist ausgeflippt. Das weiß ich noch. Sehr schön. Gut, so machen wir es wieder. Also ohne den Rückstand dann vielleicht. Und Thomas Spiesel, du wolltest gerade auch noch was anmerken, oder? Ich wollte nur Peter beruhigen. Die Wettervorhersage sagt nämlich keinen Wind für Samstag. 12 Grad, wolkig und trocken. Also der Wind kann schon mal nicht schuld sein. Hervorragend. Gut. Und wir reden dann darüber im nächsten 60er.de-Talk, kommenden Sonntag oder Montag. Und mal schauen, je nachdem, wie es ausgeht, sind es dann vielleicht wieder 5 oder mal nur 4 oder 3 Leute. Vielen lieben Dank. Wir haben viel besprochen, 2 Spiele, 2 Siege und und freuen uns, dass wir jetzt in den Feierabend gehen. Servus, pfiat euch und einen schönen Abend noch. Servus. Pfiat euch. Keine weitere Folge mehr vom 60er.de Talk verpassen, dann abonniert jetzt unseren Kanal und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Servus Löwenfans.